Josef war ein edler Mann. Seine humanistische Einstellung übersteigt die Grenze der Religionen wie Judentum, Christentum und Islam sowie alle strengen Gesetze der westlichen Zivilisationen bis heute. An Josef sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Ich lese jetzt aus meinem Buch Der Sohn eines Menschen, Band 1 Maria, zweite Ausgabe. Kapitel 7 Die Vergebung. Wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe es losbricht. Sprüche Salomons, Kapitel 17, Vers 14. Am nächsten Morgen wachte Josef ausgeruht und mit klarem Kopf auf. Erstaunt begriff er die Wahrheit des Spruches, dass die Morgenstunde Gold im Munde hatte. Seine Gedanken flossen wieder mühelos und geordnet. Obwohl er nach wie vor Schmerz im Herzen hatte, schien die Welt nicht mehr so tragisch zu sein wie noch am Vorabend. Josef lag noch eine Weile mit geschlossenen Augen. Neben sich hörte er das leise Atmen von Maria. Sie war also hier geblieben. Zum ersten Mal nach ihrer Verlobung blieb sie die ganze Nacht über in seinem Hause. Und das gerade in dem Augenblick, als er sie bereits entließ. Zum ersten Mal nach dem Tode von seiner lieben Frau Sarah wachte Josef in seinem Haus nicht alleine auf. Es war ein angenehmes Gefühl, neben sich wieder einen atmenden, warmen und wohlriechenden weiblichen Körper zu ahnen. Das ganze Zimmer war wie gefüllt vom neuen, wohlwollenden Sinn des Lebens. Josef drehte seinen Kopf zu Maria und öffnete langsam seine Augen. Dann stützte er sich auf die Ellenbogen und betrachtete nachdenklich die noch schlafende Frau. Das war also die Frau, die er so liebte, die er noch gestern heiraten wollte, von der er sich nach den langen Jahren seiner Einsamkeit endlich etwas Glück und Freude erhofft hatte, die Frau, die ihn so schmerzlich enttäuscht hatte. Marias Brust hob und senkte sich in langsamem Rhythmus ihres Atmens. Sie sah so hilflos aus, dass Josef so etwas wie Mitleid mit ihr spürte. Wie tief und ruhig schlief das Mädchen noch. In diesem Augenblick seiner Träume war für es die Welt noch in Ordnung. Aber wenn es aufwacht, es würde bald begreifen, was es angerichtet hatte, dass sein Leben ab dem Augenblick nichts mehr wert war. Maria würde nunmehr auch ihre Erfahrungen mit der Einsamkeit machen müssen, falls sie nicht noch schlimmer bestraft würde. Die Maria bliebe verstoßen und alleine, wie der Josef es früher war, so ein Kind. Marias weiteres Schicksal lag jetzt ganz in den Händen Josefs, ausschließlich in seinen Händen, das wurde dem Josef klar. Marias weiche Gesichtszüge, die er so liebte, waren entspannt. Ihre Augen waren noch fest geschlossen und ihr kindlicher Mund leicht geöffnet. Was für ein Jammer, dass sie so eine Verräterin war. Josef drehte sich wieder auf seinen Rücken. Er hatte noch Zeit, ungestört nachzudenken. Schwange vom Heiligen Geist, wie irre, glaube es, wer mag. So dumm war Josef nicht. Sicherlich hatte er das Recht, die ehebrecherische Frau zu verstoßen. Das war sein heiliges Recht, das im Gesetzbuch stand. Jeder würde ihn verstehen. Einen Stock über sie zu brechen wäre so leicht und so süß wie die Rache.
Wie befriedigend und heilend wäre es, sich von den Gefühlen des verletzten Stolzes und der Gerechtigkeit beherrschen zu lassen und der Maria durch ihre Entlassung eine so tiefe Wunde beizubringen, wie sie ihn selbst schmerzlich verletzt hatte. Jawohl, sowohl nach dem Gesetz als auch nach dem menschlichen Brauch und Verstand hätte er sein volles Recht darauf. Das wäre das Leichteste, das Genüsslichste und das Richtige, dem Recht nachzugeben, eine Bestrafung der Sündigen als Warnung und Abschreckung für die künftigen Generationen durchzuführen. Auf diesem Prinzip steht ja das ganze menschliche Rechtssystem, auf der mehr oder weniger verdeckten Rache. Egal, ob der Sündige gleich nach der Tat dieselbe bereut hat oder nicht bereut. Das Gesetz wird ihn immer bestrafen, als ob er seine Tat nicht bereut hätte. Was ist der Sinn einer Strafe, überlegt Josef? Eine Besserung des Sündigen? Auch wenn so eine Strafe durch die zeitige Einsicht seiner Tat bereits überflüssig würde? Nein, das Gesetz wird ihn trotzdem bestrafen. Warum? Zu der sogenannten Befriedigung der Gerechtigkeit, wie man versteckt das Rachegefühl der Außenstehenden bezeichnet. Andere sagen, zur Abschreckung der künftigen Sünder. Doch der noch vor der Bestrafung auf den richtigen Weg zurückgekehrte Sünder bleibt immer auf der Strecke. Er muss büßen, obwohl er durch seine Umkehrung, durch seine Reue, durch seine neue Einsicht bereits wie ein Unschuldiger vor Gott behandelt wird. Josef überlegte weiter, soll ich mich vom Gesetz, das Gott den Menschen gegeben hat, leiten lassen oder durch das Handeln Gottes selbst? Ist die Verstoßung der Maria tatsächlich das Richtige? Wäre es wirklich gut, von meinem Recht Gebrauch zu machen? Nein, manchmal steht den Menschen ein Recht zu, etwas zu tun oder nicht zu tun. Doch er spürt dabei, dass er gegen sein Wesen verstoßen hätte, falls er sein Recht tatsächlich in Anspruch nehmen würde. Manchmal würde er sich vor sich selbst damit demütigen. Der Wert eines Menschen wird ja gerade durch seine Fähigkeit bestimmt, von seinem selbstverständlichen und unerschrittenen Recht freiwillig Abstand zu nehmen, wenn er dadurch von einem anderen Menschen einen absehbaren Schaden abwenden könnte. Ein anderes Handeln, das restlose und rücksichtslose Ausnutzen jedes Rechtes, ist für einen niederträchtigen, egoistischen und kleinlichen Geist bezeichnet. Und solch einer war der Josef nicht. Und letztendlich, was hätte er dadurch gewinnen können? Er würde eine Frau verlieren, die er sich schon lange wünschte. Eine Frau, die schon vom Leben hart belehrt wurde und jetzt mehr als jede andere einen weiteren Fehler meiden würde. Eine Frau, die ihre Tat bereute, die nun mehr als früher für jeden schützenden Arm dankbar sein würde. Falls er sie verstoßen würde, würde nicht nur ihr Leben vernichtet, auch der Josef bliebe wieder alleine. Josef müsste ein außergewöhnlich bösartiger und rachesüchtiger Mensch sein, um Trost im Unglück der armen Maria zu finden. Nein, sagte er sich, so handeln entweder Kinder oder die Dummen. Das gekränkte Trotzen gehört zu einem reifen Menschen nicht. Josef liebte bereits seine junge Frau Maria über alles. Er wollte sie nicht verlieren. Gewissermaßen begriff er sogar ihre möglichen Beweggründe für das, was sie ihm angetan hatte. Er hatte im Leben schon viel Schlimmeres durchgemacht und hatte viel Unglück um sich gesehen, um vorsichtiger in der Lenkung des Schicksals zu werden. Das war eigentlich der größte Vorteil seines Alters. Das war der Gewinn seines eigenen Leidensweges. An diesem Morgen
wurde dem Josef klar, dass er Maria verzeihen würde. Solch ein Ausrutscher, der nur ihrer unerfahrenen und noch blauäugigen Jugend zuzuschreiben war, dieser Ausrutscher dürfte ihr gemeinsames künftiges Leben nicht zerstören. Er sollte es vielmehr festigen. Josef ahnte vernünftig, dass seine Maria künftig zu einer sehr guten Frau würde. Da sie sich in ihrer schwierigsten Situation befand, brauchte sie gerade jetzt mehr als sonst seine Erfahrung, ein bisschen Verständnis und seine schützende männliche Hand. Erst jetzt konnte der Josef den Vorteil seines Alters beweisen, der auf der großzügigen Nachsicht infolge seiner Erfahrungen beruhte. Einen Lebensbund einzugehen, das bedeutete auch, verzeihen zu können. Nun war der Josef an der Reihe. Das nächste Mal konnte er wiederum vielleicht das Verständnis Marias brauchen. Wer wollte es schon vorher wissen? Josef setzte voraus, dass die Maria seinen Entlassungsspruch selbstverständlich verstehen würde. Doch er fühlte, dass er jetzt die einmalige Chance hatte, den künftigen gemeinsamen Weg durch seine Vergebung noch wertvoller zu machen. Josef war sich sicher, dass er mit dieser seine Großzügigkeit das Herz der verzweifelten Maria viel schneller gewinnen würde, als es sonst möglich wäre. Und schließlich, jede Ehe wird durch eine glücklich überwundene Krise nur gefestigt. Denn jede solche gemeinsam überwundene Krise macht beide zu den eng vertrauten und fast verschwörerischen Verbündeten wieder. Marias heutige Verzweiflung ließe sie für das Entgegenkommen Josefs lebenslang dankbar sein. Der Witwer war ein praktischer Mann. Er war keinesfalls leichtgläubig. Nicht mal einen einzigen Augenblick glaubte er an die wundersamen Geschichten mit dem Heiligen Geist. Dem lebenserfahrenen Josef fiel vielmehr eine ganz andere, realistischere Erklärung für die wunderbaren Befruchtungen sowohl Elisabeths als auch Marias ein. Doch er entschloss sich, der Sache nicht weiter nachzugehen. Wem nützte es, hier noch mehr zu bohren? Jegliche Wahrheit würde ihm nur noch mehr Schmerz und Verzweiflung bringen. Es wäre also auch für ihn besser, den tatsächlichen Vater Marias Kindes nicht zu erfahren. So konnte er ihm im tagtäglichen Leben begegnen, ohne sich ständig aufzuregen. Und nur so konnte Josef auf die Dauer seinen inneren Frieden bewahren. Josef hatte eine kluge Entscheidung getroffen. Er würde die Maria behalten, er konnte es auch bei ihrer Erklärung lassen. So bliebe der Maria und ihm selbst ihr Stolz erhalten. Ja, das wäre das Beste. So wäre auch ihm geholfen. Den Bruch mit der Maria wünschte sich Josef am wenigsten, doch ihr Vergehen einfach zu übergehen, das ging auch nicht. Josef und Maria lebten ja nicht alleine. Sie lebten unter Menschen, die noch nicht so weit wie er und seine edlen Überlegungen waren. Unter den Menschen, die sich nach der sogenannten Gerechtigkeit oder besser gesagt nach der Rache und Schaulust sehnten. Josef musste als Mann seine Ehre nicht nur vor Maria, sondern auch vor den Nachbarn bewahren, wollte er vor ihren Aufträgen leben. Wenn er den Anschein erwecken würde, dass er der Geschichte Marias mehr oder weniger geglaubt hatte, würde sich das Dilemma von selbst lösen. So würde Josef ein Argument haben, um sich und die Maria von jeglichen Verleumdungen böswilligen Menschen zu schützen. Denn, und das war dem Josef sicher wie der Tag und die Nacht, denn diese Nachricht würde früher oder später die ganze Stadt Nazareth wissen. Deshalb weckte der besänftigte Josef seine schlafende Frau mit einem zarten Kuss und über die mögliche Auflösung ihrer Ehe fiel kein Wort mehr. Josef zweifelte Marias Geschichte nicht an. Er nahm sie einfach so, wie sie ihm von Maria angeboten worden war
und kümmerte sich keine Gedanken mehr um sie. Auch Maria wurde schon lange vor Josefs liebevollem Kuss wach. Ihr Herz pochte vor Aufregung, als sie sich plötzlich an den gestrigen Tag wieder erinnerte. Das war kein böser Traum, von dem man mit Erleichterung erwachte. Nein, das war die fatalste Wirklichkeit. Schlimmere Wirklichkeit als jeder Traum. Aus ihrem Elend konnte Maria nicht mehr flüchten. Sie versuchte, noch den Anschein ihres Schlafes zu verlängern, um auf diese Weise das Böse noch eine Weile von sich fernzuhalten. Was würde der Josef zu ihr heute Morgen wohl sagen? Würde er sie verstoßen, wie er es am Vorabend sagte? An diesem klaren Morgen klang selbst Maria ihre wundersame Geschichte vom Tage vorher unglaubwürdig. Sie, ein armes, sündiges Wesen aus einem vom Gott vergessenen Nazareth und ein Heiliger Geist? Wer wollte ihr sowas abnehmen? Von wem wollte sie es erwarten? Da war es besser, sich lieber noch nicht zu bewegen, um die Stunde der Wahrheit nicht jetzt gleich durchstehen zu müssen. Ein zarter Kuss ihres Mannes verwirrte und erfreute Maria gleichermaßen. War das vielleicht doch alles nur ein Traum gewesen? War sie vielleicht gar nicht in Jerusalem? Hatte sie nicht gesündigt? War sie nicht verheiratet und lag noch in ihrem jungfräulichen Bett in ihrem Elternhaus? Ein weiterer Kuss bestätigte der Maria, dass dies doch die Wirklichkeit war. Sie öffnete langsam ihre Lider. Weiche, liebevolle Augen des Josef hießen sie willkommen. Sein dritter Kuss gab ihr den endgültigen Beweis der Liebe Josefs und seiner Vergebung. Maria streckte ihre Arme dem Josef entgegen. Sie umarmte ihn und weinte sie glücklich an seiner männlichen Brust aus. An diesem Morgen wurde Josef und Maria endlich tief vereint. Auch die körperliche Besiegelung ihres neuen Bündnisses brachte beiden eine neue, positive Erfahrung. Zu ihrem Erstaunen entdeckte Maria in Josef den liebevollsten Ehemann, der keinen Zweifel an ihren Worten äußerte. Maria fühlte sich dadurch verschmäht vor sich selbst. Ja, das ist keine Strafe, sondern ein Glück, den Josef heiraten zu dürfen. Der liebe Gott meint es mit mir noch einmal gut und er hat mir verziehen. Wenigstens bis auf diesen ihren Fehler galt Maria doch als ein Musterkind der Familie und Nazareth. Der Gott hatte es gewürdigt, dafür sei sein Name gelobt, ging ihr durch den Kopf. Ab heute musste sie also ihre neue, unverdiente Rolle der einzig gehobenen Jungfrau spielen. Der einzig gehobene Jungfrau Nazareth, ja sogar des Volkes Israels. Sie erzitterte bei diesem Gedanken. Die Rolle einer Jungfrau, an der der Heilige Geist wegen ihrer Tugenden seinen Gefallen gefunden hatte. Würde sie ihrer Rolle gewachsen sein? Maria vermisste nun die moralische Unterstützung der Elisabeth. Sie musste ab jetzt mit ihrer Geschichte selbst zurechtkommen. Der gute Josef wird sich sicher für sein gestriges Verhalten schämen, dachte sie. Wenigstens das hatte ihre Geschichte bewirkt. Deshalb musste Maria an ihr festhalten. Es sollte geschehen, was geschehen musste. Die Wahrheit würde für den Josef nur eine Beleidigung bedeuten. Die Wahrheit dürfte der Josef also nie erfahren. Maria gab sich ein festes Versprechen, ihre Geschichte mit aller ihrer Kraft zu untermauern. Wegen Josef, wegen ihres Kindes, wegen ihrer Eltern, wegen der Elisabeth und schließlich wegen ihr selbst. Sie würde die Wahrheit der Geschichte dadurch beweisen, dass sie tatsächlich ab sofort zu den sittsamsten und tugendhaftesten Ehefrau würde und dass sie von ihrer Behauptungen in keiner einzigen Einzelheit abweichen würde. Erst jetzt merkte Maria, was für ein Mensch ihr Josef war. Hätte er ihr nicht geglaubt,
wäre sie entschlossen gewesen, einen harten, verbissenen Kampf um die Herkunft ihres Kindes auszutragen, egal mit welchem Ausgang auch immer. Doch Josefs überlegte Ruhe öffnete der Maria ihre Augen viel mehr als der heftigste Streit, bei dem sie hartnäckig auf ihrem Standpunkt beharrt hätte. Josefs ruhige Art hielt ihr auf eine ganz sanfte Weise einen Spiegel ihrer Einfältigkeit vor. Plötzlich betrachtete Maria zu ihrer Verwunderung die vorherige Berauschung in Jerusalem als eine unangenehme Episode ihres Lebens. Sie verübelte dem Kaiphas, dass er bereit war, nur für die Befriedigung seiner körperlichen Lust ihre erste Liebesschwärmerei auszunutzen. Diese Prüfung näherte den Josef der Maria. Ihre Gefühle füreinander wurden rücksichtsvoller und tiefer. Wie jede gute Ehe, die ins Schwanken geriet, zerfiel auch ihre Beziehung nicht, sondern sie wurde gestärkt. Maria kompensierte manchmal ihre Selbstschuldgefühle, indem sie von Zeit zu Zeit die unglaubliche Legende ihrer unbefleckten Empfängnis wiederholte. Und der Josef ließ sie dabei. Er sagte sich immer, dass es in diesem Falle auch für ihn besser sei, lieber weniger als zu viel zu wissen, und deshalb zwang er sich, den Einzelheiten nicht nachzuforschen. Das Leben kehrte zu seinem normalen Gang zurück.